Potsdam, Hasso-Plattner Ventures Villa. Insgesamt 4 Studentengruppen treten hier heute an, um ihre Geschäftsidee zu präsentieren. Aus über 20 Teams haben sie es bis ins Finale des Businessplan-Wettbewerbs geschafft, den das Hasso-Plattner-Institut gemeinsam mit dem Wagniskapitalfonds Hasso-Plattner Ventures ins Leben gerufen hat. Nun, nach 6 Monaten, soll die finale Präsentation über alles entscheiden. Es ist natürlich auch ein bisschen Aufregung, es ist natürlich jetzt keine Routine, es ist das erste Mal, dass ich einen Businessplan so präsentieren kann. Die Anspannung ist nachvollziehbar. Warten doch über 100.000 Euro Startkapital in Form von Geld und Sachunterstützung auf den Gewinner. Also das Siegerteam wird von uns unterstützt werden. Alle Gründer bekommen ein Stipendium für ein Jahr, sodass sie ihre Idee weiterentwickeln können, nach ersten Kunden, nach ersten Bestellungen suchen können. Von Hasso-Plattner Venture wird die Betreuung eingebracht. Sie bekommen hier einen Raum, dass sie auch einen Arbeitsort haben. Also wir glauben, dass das tolle Startbedingungen sind, so schöne Ideen dann zu verwirklichen und damit die Welt zu verändern. Die Welt verändern wollen sie alle. Doch die Frage nach den Gewinnchancen beantwortet der Informatiker auch so kurz vorm Ziel, stets nüchtern, kalkuliert. 25% Gewinnchance, ganz einfach. Die anderen Teams, die kennen sie halt aus dem Studium, sind unsere Kommilitonen, sind auch sehr gute Ideen, sind sehr unterschiedlich. Umso schwerer macht dies die Entscheidung für die Jury, die sich in der Finalrunde aus HPI-Direktor Professor Christoph Meinl, Hasso-Plattner Ventures Managing Partner Eran Davidson und Hasso-Plattner Ventures Partner Dr. Ruven Westphal zusammensetzt. 15 Minuten bleiben jedem Team, um die Jury zu überzeugen, dass gerade ihre Idee eine Förderung verdient. Doch wer wird es schaffen? Ist es das Wissenstool für Unternehmen, das für jede Frage den richtigen Ansprechpartner bereithält? Oder die neuartige Personensuchmaschine, die mit nur einem Klick die gesuchte Person findet? Oder ist es die webbasierte Software für Vereine, mit der sich nahezu alle Aufgaben des Vereinslebens lösen lassen? Oder vielleicht das Abrechnungssystem für Gaststätten, das einfach und günstig auf jedem iPhone läuft? Eines ist jedenfalls sicher: Der Jury imponieren alle Ideen. Doch die Entscheidungsfindung unterliegt klaren Kriterien. Aber die Idee, wie einzigartig ist die Idee, wie kreativ ist die Idee, aber auch wie nah ist die Idee an der realen Welt dran? Also wie konkret ist der Schmerz, den man versucht, mit dieser Idee zu lösen? Der zweite Aspekt des Business-Konzepts betrifft dann, wie weit hat man diese Idee schon ausformuliert hinsichtlich welcher Kundengruppen oder welchen Kunden dezidiert bringt das eigentlich was und welche Vorteile hat er davon und wie komme ich an diesen Kunden ran? Und der letzte Teil ist natürlich das Team. Es ist ja häufig so, dass aus einer sehr technisch geprägten Universität sehr technisch geprägte Teams auch kommen. So haben wir auch heute mal geguckt, ist das Team in der Lage gewesen, sich zu ergänzen? Haben die Leute von außen rangeholt, die jetzt vielleicht nicht am HPI studieren, aber bestimmte Wissenskompetenzen mitbringen, um das Team zu vervollständigen? Nach gut 1,5 Stunden sind alle Präsentationen gelaufen. Aufatmen bei den Teilnehmern. Also bei den Fragen hin hat man doch ein gutes Gefühl, weil wir auch so als Team gut interagieren konnten. Wir konnten gegenseitig die Fragen der Jury einfach wirklich sehr detailliert beantworten. Und da sind wir dann eigentlich doch schon, ist uns der Stein vom Herzen gefallen. Wir sind, glaube ich, ganz froh, jetzt gerade aus der Präsentation rausgekommen. Und die Chancen? Immer noch 25%. Wen diese 25% aber nun treffen, entscheidet sich hinter verschlossenen Türen. Gemeinsam mit Institutsstifter Professor Hasso-Plattner hat sich die Jury schon vorab detailliert mit den innovativen Ideen befasst. Aber das finale Pitching soll nun den Ausschlag geben. Nach gut einer halben Stunde ist die Entscheidung gefallen. Die Finalisten stehen aufgeregt bereit, um die Bekanntgabe des Gewinnerteams zu erfahren. Und damit eine Überraschung. Perhaps you have seen that Aaron is also handing with two such certificates and that's true. We were not able to decide for one winner. So geht der Gewinn anteilig an die Gastronomieabrechnung fürs iPhone. And we hope to see you more often now, every week at least. Und die webbasierte Vereinsmanagement-Software. Beide Teams haben nun die Chance, ihre Geschäftsideen mit beachtlichem Rückhalt ins Laufen zu bringen. So, wir haben uns am Ende entschieden, zwei Sieger zu küren. Beide Teams von der Idee über die Teamzusammensetzung bis hin, dass auch ein relativ klarer Business Case sichtbar war, überzeugt.
Sie haben also die Idee schon sehr stark konkretisiert am Beispiel von Kunden und haben auch schon das Feedback aus dem Markt erhalten, dass das Produkt als solches gebraucht wird. Hier denken wir mit unseren Stipendien und mit dem Rat von Hasselblattner Venture und den Räumlichkeiten, dass wir hier den größten Erfolg sehen. Und wir glauben auch, dass die in 6 bis 12 Monaten in dieser Zeit richtige Fortschritte machen können, die zeigen können, ob das ganze Geschäftsmodell erfolgreich ist oder nicht. Umgerechnet über 100.000 Euro stehen hierfür bereit. Startkapital, das sinnvoll angelegt werden will. Neben Stipendien und Coachings stehen da vor allem ganz pragmatische Anschaffungen im Vordergrund. Ja, wir müssen natürlich erstmal uns ein bisschen ausstatten. Wir brauchen ein bisschen Büroequipment und dann ist das Geld natürlich auch da, um hier das Büro zu haben, Platz, wo man arbeiten kann. Das ist sicherlich wichtig, dass man einfach eine Zentrale hat, wo man anfangen kann. Dass die Jungunternehmer in dieser Zentrale bestens aufgehoben sind, davon überzeugen sie sich dann schnell noch selbst. Bei einem Besuch in ihrem baldigen Nachbarunternehmen D-Labs. Vor wenigen Jahren, ebenfalls selbst aus dem HPI hervorgegangen, hat die Softwarefirma bereits erfolgreich in der IT-Welt Fuß gefasst. Für die Gewinner somit gute Perspektiven, die Zahl der HPI-Startups schon bald auf stolze 12 zu erhöhen. Und die anderen Finalteilnehmer? Natürlich werden auch sie nicht vom HPI alleine gelassen. Nicht umsonst hat Dr. Westphal die Gruppen mit Entrepreneur-Coachings bis in die Endrunde begleitet. Also alle Teams, die weitermachen, werden von uns unterstützt. Aber natürlich, es ist wie wenn man Kinder großzieht. Also das ist was sehr Schönes. Und so ist allen neuen HPI-Sprösslingen ein erfolgreiches und langes Leben zu wünschen. Genug sportlicher Ehrgeiz hierfür steht auf jeden Fall bereit.